Ja, schönen guten Tag zusammen. Wo befinden wir uns in der Vorlesung? Na ja, gut, mittendrin in dem Kapitel Komplexitätsklassen und da mittendrin in sozusagen einer Reihe von Beweisen, dass einzelne Probleme, die wir uns vornehmen, NP-vollständig sind. Und in dieser Reihe von Beweisen haben wir das erledigt. Ja, also SAT, das war der Satz von Cook. Dreisatt gegenüber einer Reduktion auf Satt. Es ist nur noch mal nebenbei bemerkt, nicht selbstverständlich, dass Dreisatt als Spezialfall von Satt auch wieder NP-vollständig ist, denn Spezialfälle eines NP-vollständigen Problems können auch polynomial sein. Zweisatt wäre so ein Beispiel. Aber bei Dreisatt ist es so, obwohl das sozusagen eine eingeschränkte Variante von Satt ist, dass man noch beweisen kann, es ist NP-vollständig. Über eine polynomiale Transformation von Dreisatt nach drei Färben von Graphen haben wir auch gezeigt, dass das drei Färben von Graphen zu entscheiden NP-vollständig ist. Andererseits haben wir über eine polynomiale Transformation von Dreisatt auf das Klickproblem gezeigt, dass das Klickproblem NP-vollständig ist. Und als letztes haben wir eine polynomiale Transformation von drei Färben von Graphen auf das Exact-Cover-Problem angegeben und damit gezeigt, dass auch dieses NP-vollständig ist. Und nochmal, also das sind Erfüllbarkeitsprobleme. Dreikaller und Klick sind Probleme auf Graphen und Exact-Cover ist ein Problem über ein Mengensystem. Ja. Dieses Bild hier, wie die Welt aussieht, der Komplexitätsklassen, werden wir heute noch öfter sehen. Also hier haben wir die Klasse NP, da drin die NP-Vollständigen einerseits, andererseits die Klasse P. Die Vermutung ist ja, dass P und NP verschieden sind. Dann hat man auch automatisch, dass die Klasse P und die Klasse der NP-vollständigen Probleme disjunkt sind. Und wir werden hier innerhalb noch einiges füllen, aber auch außerhalb. Das werden wir heute dann später thematisieren. Genau. So, aber jetzt erstmal kommen noch ein paar NP-Vollständigkeitsbeweise. Von Exact-Cover geht es weiter zu Subset-Sum, von da aus zu Partition. Subset-Sum und Partition sind auch so Probleme über Mengen. Und dann zum Knappsackproblem, ein Problem, das man vor Weihnachten oder vor Nikolaus besonders thematisieren kann. So, also das ist jetzt erstmal die nächsten 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Und dann werden wir eben gucken, ja, sowohl ist hier was, als auch, was ist denn hier außerhalb von NP noch? Gibt es da auch noch was zu entdecken? Diese Sachen, die hier mit den grünen Fragezeichen angedeutet sind, die machen wir nicht in vollem Detaillierungsgrad. Das würde wirklich deutlich weiterführen als das, was wir in der Vorlesung machen können. Aber da geht es mir in dem zweiten Teil der heutigen Vorlesung vor allem darum, dass Sie sozusagen sehen, es gibt noch mehr. Es ist nicht sozusagen die Klasse P und die Klasse NP und die NP-Vollständigen und that's it, sondern dass man sieht, oh, da gibt es an komplexitätstheoretischen Ergebnissen, an Komplexitätsklassen noch deutlich, deutlich mehr. Gut, aber jetzt zu den weiteren NP-Vollständigkeitsbeweisen, die wir heute führen. Die sind nicht so wahnsinnig schwer und da werden wir auch zunehmend ein bisschen schneller, also nicht mehr alles so im Detail angucken. Das erste Problem, das wir uns anschauen, sieht eigentlich relativ harmlos aus. Das heißt Subset-Sum. Da haben wir gegebene endliche Menge. Die Elemente in dieser Menge, die haben ein Gewicht, wegen ein natürlich zahliges Gewicht. Und wir haben wieder so einen Parameter k gegeben, das ist auch eine natürliche Zahl. Und die Frage ist jetzt einfach, gibt es eine Teilmenge dieser Menge m, sodass die Gewichte der Elemente der Teilmenge aufsummiert genau k trifft? Also existiert ein M-Strich, Teilmenge M, so dass Summe über A-Element M-Strich, Gewicht von A, K ist.
Das Problem ist NP-vollständig. Wir werden das Gewicht einer Menge auch betrachten. Und die Notation ist, wenn wir das Gewicht einer Menge x betrachten, dann ist das nichts anderes als aufsummiert über die Elemente aus der Menge Gewicht der Elemente. Gut, das heißt also, was wir hier fragen, ist, existiert eine Teilmenge m' aus m, deren Gewicht genau k ist? Ja, der NP-Vollständigkeitsbeweis hat wieder die zwei Schritte. Der ziemlich einfache Schritt, den wir ja jetzt schon öfter gesehen haben, dass man zeigt, das Problem ist in NP und dann eben die polynomiale Transformation auf ein von einem schon bekannten NP-vollständigen Problem. Jetzt erstmal Subset Sum ist in NP. Ja, wir müssen wieder argumentieren, dass das Verifizieren eines Lösungsvorschlags der Vorschlag dafür ist, dass die richtige Antwort ja ist, dass das Verifizieren in Polynomialzeit geht. Ein Lösungsvorschlag ist hier einfach eine Teilmenge m' von m. Und wie verifizieren wir, dass das m' sozusagen ein Lösungsvorschlag ist, der rechtfertigt zu sagen für eine Instanz, richtige Antwort ist ja. Na ja, gut, indem wir nachgucken, welche Elemente sind denn in m', deren Gewicht aufsummieren und gucken, ob das k ist. Dass das in Polynomialzeit geht, ist trivial. So, und jetzt eben wieder die Reduktion auf ein bekanntes NP-vollständiges Problem. Und dann nehmen wir jetzt ExactCover. ExactCover ist ja auch so ein Mengenproblem. Vielleicht haut das ja damit hin. Jetzt diese polynomiale Transformation ist noch so, dass man da nicht unbedingt drauf kommt, wenn man noch nicht allzu erfahren ist. Das sage ich gleich vorneweg. Also, wir wollen eine polynomiale Transformation angeben, die für jede Instanz von ExactCover eine Instanz von Subset Sum sozusagen konstruiert, derart, dass diese Konstruktion polynomial ist in der Größe der Instanz für ExactCover. Erstens und zweitens, dass die Ja-Beispiele von ExactCover genau auf die Ja-Beispiele von Subset Sum abgebildet werden. So, jetzt gucken wir also eine Instanz für ExactCover an und ExactCover. Das Problem war ja, wir haben gegeben eine Grundmenge, x hieß die, und ein Mengensystem oder eine Familie von Teilmengen von dem x. Und die Frage ist, kann man jetzt in dieser Familie von Teilmengen von x sozusagen einen Teil rausnehmen, der so geartet ist, dass in den Mengen, die in diesem Teil S' sind, gilt, jedes Element aus x ist in genau einer von diesen. Also jedes wird gecovert, ist in einer von denen und es wird exakt gecovert, ist auch nicht in mehr als einer von denen. Ja? Also unsere Instanz ist eben dieses x und die Elemente, die haben wir jetzt einfach mal durchnummeriert von 0 bis m minus 1, also m Elemente und s ist diese Familie von Teilmengen von x, also eine beliebige ExactCover-Instanz und dazu müssen wir jetzt konstruieren eine Instanz von Subset Sum und Subset Sum sieht ja so aus, das ist wieder eine Menge. Die Elemente aus der Menge haben Gewicht und wir haben einen Parameter k. Also so ein MWK brauchen wir. Und jetzt hau ich einfach mal so hin, ja, dass wir sagen, na ja, gut, als M nehme ich das S. Es ist eine Familie von Teilmengen von x und klar, ich kann jedes Teilmenge als ein Element ansehen von so einer Menge M. Also M wird definiert als S. Ich definiere jetzt sowas, das heißt Anzahl x, also für so ein x, ja, Element aus Groß x, gucke ich nach, was ist die Anzahl der Teilmengen von x, die in S sind und die das kleine x enthalten. Also ich zähle für einen kleinen x, in wie vielen Mengen aus S ist denn das x drin? Das habe ich jetzt einfach mal definiert. Und dann kann ich sagen, naja, wenn ich über alle x aus x gucke, welches Element ist denn in den meisten Mengen, die in S sind? Und diese Zahl plus 1 nehme, definiere ich die als P. Und das P, das soll so eine Basis sein im Prinzip. Und ich definiere jetzt basierend auf diesem Anzahl x und dem P eine Gewichtsfunktion für die Elemente aus M. Und die Gewichtsfunktion basiert auf einem Gewicht für so ein Element aus x, groß x.
nämlich das Gewicht eines Elementes von Groß x definiere ich als dieses p hoch x. Also die Elemente aus x, die sind ja durchnummeriert. Ne? Das heißt also, diese kleinen x, das sind irgendwelche Zahlen zwischen 0 und m minus 1. Und das p ist eben auch eine Zahl. Natürlich kann ich das p hoch x nehmen. Ne? Das soll jetzt einfach Gewicht von so einem x aus Groß x sein. Darauf basierend kann ich dann das Gewicht von einer Menge von Elementen auch definieren. Und die Elemente aus m sind ja Mengen von Elementen. Ich definiere Groß K als das Gewicht der ganzen Menge M. Das ist also nichts anderes als aufsummiert Elemente aus X, X gleich 0 bis M minus 1, ja, P hoch X. So, das definiere ich einfach so. Das ist eine Konstruktion, die hat polynomialen Aufwand, auch wenn hier im ersten Moment man denkt, oh, da kommt doch irgend so was Exponentielles vor. Aber p hoch x, x eine Zahl zwischen 0 und m minus 1, das ist ein Polynom. Ja? Das ist x, das ist polynomial auch in der Anzahl der Elemente hier. Ne? Das ist irgendwie exponentielles. So, und was bedeutet jetzt das, was ich hier definiert habe? Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Also unsere Menge x, unsere Grundmenge x besteht aus den Elementen 0 bis 6. Und jetzt schauen wir irgendeine Menge aus diesem Mengensystem S an. Wie genau das S aussieht, das brauchen wir jetzt im Moment gar nicht angucken. Also S ist einfach so eine Menge aus Teilmengen von X und eine davon sei 0, 2, 5. Wenn ich jetzt gucke, wie ist denn dann das W von Y, also von dieser Menge 0, 2, 5 definiert? Ja, das ist hier noch so definiert, das ist eben hier so definiert, das ist p hoch 0, das kleine erste kleine x aus y ist 0, plus p hoch 2, das zweite kleine x aus y ist 2, plus p hoch 5. Dritte sozusagen klein x, der Schreibweise hier ist 5, also p hoch 5. So, und jetzt kommt ein entscheidender Schritt. Dieses Polynom kann ich als eine Folge von Nullen und Einsen darstellen. Nämlich, ich sage sozusagen, die erste Ziffer 0 oder 1 steht dafür, ob p hoch 0 hier in dem Polynom vorkommt. Hier kommt p hoch 0 vor, also habe ich hier eine 1. Die zweite Ziffer steht dafür, ob p hoch 1 vorkommt. P hoch 1 kommt nicht vor, also hier eine 0 hin. Die dritte steht dafür, ob p hoch 2 vorkommt, p hoch 2 kommt vor, also kommt hier eine 1 hin. P hoch 3 kommt nicht vor, also eine 0. P hoch 4 kommt nicht vor, also eine 0. P hoch 5 kommt vor, also eine 1. P hoch 6 kommt nicht vor, also wieder eine 0. Das ist im Prinzip sozusagen die Koeffizienten vor den p hoch i oder andersrum gesprochen, einfach eine 1, dann wenn das entsprechende Element, was hier im Exponent steht, in der Menge vorkommt und eine 0, wenn es nicht vorkommt. Wir können sozusagen einfach diese Elemente anordnen. Das erste Element entspricht dem, was in der ersten Ziffer ist, zweite, was in der zweiten Ziffer ist. Und wenn das Element in der Menge, die ich gerade betrachte, vorkommt, dann steht da an der Ziffer eine 1 und sonst eine 0. Das ist so was, kleinen Moment, das ist so was wie eine Darstellung bezüglich der Basis P, aber die Reihenfolge ist andersrum, als Sie es kennen bei Binärdarstellung. Es ist nämlich hier auch so, und deshalb, das sieht so aus wie eine Binärdarstellung, aber wir werden hier jetzt nicht rechnen wie im Binärsystem. Es ist einfach nur sozusagen eine Folge von Einsen und Nullen, die enthalten sein aus. So, damit ist das K, was ja zur ganzen Menge M gehört, nichts anderes als so ein Vektor mit lauter Einsen. All die Elemente aus M sind in M drin. Das heißt also, diese Gewichtsfunktionen von Mengen, Teilmengen sind aus M, oder die Elemente sind aus M, habe ich einfach mit so 1-0-Wechseln. Also nochmal zur Veranschaulichung, wir stellen einfach Mengenzugehörigkeit als Zahlen zur Basis P dar. Und das Gewicht von so einem Element aus unserem M, was ja nichts anderes ist als eine Teilmenge von x, also ein Element des Mengensystems s,
codiere ich als einen String von Nullen und Einsen der Länge m. Und an der ithen Stelle steht genau dann eine 1, wenn das entsprechende Element i durchnummeriert in y ist. Entsprechend ist dann eben k ein String mit m Einsen. Und wenn ich jetzt komponentenweise diese Strings addiere, dann gibt die ithe Stelle dann an, in wie viel dieser yi eigentlich das Element i. Ganz normale Addition. Das heißt, wenn ich jetzt die Summe über die Mengen aus s' Teilmenge s hernehme, Gewicht von dieser Menge, dann kriege ich genau dann k raus, wenn jedes Element aus x genau in einem von denen vorkommt. Das ist einfach eine andere Beschreibung von, dass s' ist ein exact cover von meinem x. Und das ist auch schon die ganze Idee. Beispiel. Also unser Mengensystem ist dieses s hier, also unsere x ist hier 0 bis 6, y1 ist 0, 2, 5. Weil hier schon betrachtet, y2 ist 0, 1, 2, dann haben wir noch eine dritte Menge y3 und eine vierte Menge y4. Und jetzt machen wir hier dieses Programm hier ganz stur. Also Anzahl x, also für Elemente hier aus 0 bis 6, dieses Anzahl von dem Element. Anzahl 0. Anzahl 0 ist, in wie viel von diesen Mengen kommt 0 vor? 0 kommt in zwei Mengen vor. Hier und hier. Anzahl 1, in wie viel Mengen von diesen Vieren kommt 1 vor, 1 kommt nur in y2 vor, also 1. Anzahl 2, in wie viele Mengen kommt 2 vor, 2 kommt in 3 Mengen vor, in y1, in y2 und in y3. Anzahl 3 ist 1, Anzahl 4 ist 2, Anzahl 5 ist 1, Anzahl 6 ist 1, sieht man leicht. P ist definiert als die maximale Vorkommen von irgendeinem Element plus 1. Das maximale Vorkommen hier war die 3, also die 2 kommt in 3 Mengen vor, also 3. Das heißt also, P ist 4. Und wenn ich jetzt diese 0,1-Vektoren für diese einzelnen Mengen, y1, y2, y3 und y4, mir hinschreibe, dann ist y1, das was ich eben schon gesehen habe, weil die 0 in y1 vorkommt, ist hier eine 1. Die 1 kommt nicht vor, also eine 0 und so weiter. Also W von y1 ist 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Und das ist sozusagen eine Darstellung zur Basis 4. Und für die anderen kriege ich auch die entsprechende. Wenn ich jetzt hier gucken würde, enthält das S ein exact cover von x? Das heißt also, kann ich mir da so 1, 2, 3, 4 Mengen aus S rauspicken, die mein S' bilden, und S' ist so geartet, dass jedes Element aus x in genau einer Menge aus S' vorkommt. Dann kann ich das ja auch auf Vektorbasis sozusagen angucken. Guck mir diese 0,1-Vektoren an und guck nach, finde ich da irgendwie ein oder zwei oder drei oder vier, die, wenn ich die sozusagen aufeinander lege, überall genau eine 1 steht. Ja? Und das ist hier halt nicht der Fall. Ja? Geht hier nicht. Ich sag mal so, wenn ich hier W von Y2 betrachte und W von Y4, dann geht's fast. Die ersten drei sind in Y2, die ersten drei Elemente von den restlichen vier sind immerhin drei in Y4, aber das vorletzte Element, die 5, habe ich damit noch nicht gecovert, kriege ich auch mit keiner der anderen Mengen. So, also das ist jetzt einfach nur ein Beispiel für die Konstruktion. Und jetzt müssen wir halt zeigen, einerseits, wenn eine Instanz XS ein exact cover hat, dann hat diese Instanz von Subset Sum, die wir auf die Art gebaut haben, auch eine Lösung. Ja gut, dann schauen wir uns eben mal so ein exact cover an. Das ist so ein S' aus S, was so ist, dass wenn ich die die Mengen aus S' über die aufsummiere und jeweils das W von dem Y nehme, hier steht das, was das nochmal ausgeschrieben ist, dann kommt genau K raus. Weil jedes Element genau einmal überdeckt wird, müsste dann genau K rauskommen.
Aber damit erfüllt jetzt in dieser Sichtweise das S' genau die Bedingung von Subset-Sum. Ja? In dieser Sichtweise hier schaue ich die Instanz von Subset-Sum an, ist ja unsere Grundmenge S. Ich suche nach einem S', so dass die Gewichte der Elemente aus S' aufsummiert genau K ergibt. Das steht ja hier. Ist also eine triviale, ziemlich triviale Sache. Und die Umkehrung ist genauso trivial. Wenn ich jetzt also umgekehrt mir angucke, eine Instanz von Subset Sum, die eine Ja-Instanz ist, also das wäre so eine Menge M, und das ist eine Ja-Instanz, also M und K ist eine Ja-Instanz, das heißt, es gibt so ein S' aus M, für das gilt, wenn ich die Gewichte der Mengen aus S' aufsummiere, kommt genau K raus. Liefert mir das dann schon eine exakte Überdeckung? Ja klar, das ist ja auch genau die Bedingung, die ich haben muss, dafür, dass S' die Grundmenge X überdeckt. Also hier die Folgerung, Ja-Instanzen werden auf Ja-Instanzen abgebildet und umgekehrt ist hier nur trivial, weil man die eine Konstruktion, also diese Idee, dass Subset-Sum-Instanz zu einer beliebigen Exact-Cover-Instanz so zu definieren, wie es hier links steht, dann ist der Rest selbstläufig. Okay, also hier sind wir jetzt. Jetzt gibt es noch zwei weitere NP-Vollständigkeitsbeweise. Der nächste ist wirklich ziemlich trivial. Partition. Ich habe jetzt wieder eine Grundmenge M und wieder eine Gewichtsfunktion, die jedem Element aus M ein natürliches Gewicht, also natürlich zahlliches Gewicht zuordnet. Genauso wie Subset Sum, aber jetzt habe ich kein K gegeben. Bei Subset Sum brauche ich sozusagen eine Teilmenge, für die gilt, die Gewichte aufsummiert, ergeben genau K. Bei Partition ist es anders. Da ist die Frage, kann ich die Menge einfach in zwei Mengen aufteilen, M' und M ohne M', so dass die Gewichte der Elemente aus M' genau dasselbe ergeben, aufsummiert, wie die Gewichte aus M ohne M'. Also fast genau dasselbe Problem. Auch NP vollständig. Dass das in NP ist, ist exakt dieselbe Argumentation wie bei Subset Sum. Und dass wir zeigen können, es lässt sich reduzieren auf ein bekanntes NP-vollständiges Problem, hier ziemlich naheliegend, was wir machen, nämlich dass wir eine polynomiale Transformation von Subset Sum auf Partition angehen. Also wir gucken uns eine beliebige Instanz von Subset Sum an. Das ist jetzt fast trivial, einen ganz kleinen Schritt muss man machen, um auf die Konstruktion zu kommen. Also wir haben eine Instanz für Subset Sum, die besteht aus so einer Menge M, Gewichte der Elemente aus M und K, Parameter K. Die Frage ist, gibt es ein M' aus M, sodass die Gewichte der Elemente aus M' aufsummiert K ergeben. Und ich muss jetzt aber eine Instanz konstruieren, wieder bestehend aus einer Grundmenge und einer Gewichtsfunktion, die so ist, dass, wenn das geht bei MWK, dass ich dann auch bei dieser neuen Instanz eine Teilmenge finde, sodass die Elemente dieser Teilmenge Gewichte aufsummiert, dasselbe ergibt wie die Gewichte der Elemente aus dem Komplement der Teilmenge. Ich mache Folgendes. Also diese Partition-Instanz, die besteht aus einer Grundmenge M Stern und die Gewichtsfunktion W Stern, die sind beide fast wie M und wie W. Ich definiere erstmal als das Gewicht von der ganzen Menge M meiner Subset-Sum-Instanz plus 1 als ein Groß N. In das M-Stern packe ich noch zwei, sag mal, Dummy-Elemente B und C, die waren vorher nicht in M drin, die kommen jetzt noch dazu. Und für alle Elemente aus dem M nehme ich die Gewichtsfunktion meiner Ausgangsinstanz von Subset Sum. Und jetzt muss ich nur noch sagen, und welche Gewichte gebe ich B und C? Ich gebe B das Gewicht N minus K und C das Gewicht K plus 1. Das K kommt hier aus Subset Sum. Das ist natürlich eine polynomiale Konstruktion. Überhaupt nichts dran zu deuteln. So, und jetzt muss ich eben zeigen, dass diese so konstruierte Instanz M Stern W Stern zu einer beliebigen Instanz MWK genau dann eine Ja-Instanz ist, wenn MWK, Instanz von MWK eine Ja-Instanz.
Das steht hier nochmal ausgeschrieben. Also es gilt, aus dem M-Stern gibt es eine Teilmenge M-Strich, deren Gewicht bezüglich W-Stern genau dem Gewicht von M-Stern ohne M-Strich ist. Genau dann, wenn es eine Teilmenge M-Strich aus M gibt bei meiner Subset-Sum-Instanz, deren Gewicht aufsummiert genau K ergibt. So, das muss man nur ausrechnen. Also wenn ich die Gewichte von B und C aufaddiere, dann kommt da gerade N plus 1 raus. Wenn ich das Gewicht von M Stern mir angucke, dann ist das gerade 2N. Das heißt also, wenn ich so einen M Strich suche, das Teilmenge von M Stern ist und diese Bedingung hier erfüllt, dann können B und C nicht beide da drin sein, sondern nur eins. Jetzt nehme ich mal an, guck so einen M Stern an, was eine Lösung ist, also dessen Gewicht gleich dem Gewicht von M Stern Komplement ist und OBDA B sei da drin. Dann ist eben das andere Element, Dummy-Element C in M Stern ohne M Strich. Und für die eine Richtung muss ich mir dann nur überlegen, wenn ich so einen M Strich aus Teilmenge M Stern habe, das gilt, das Gewicht von M Strich ist gleich dem Gewicht von M Stern ohne M Strich bezüglich W Stern mit B ist in M Strich. Dann gilt, das Gewicht bezüglich W Stern von M Strich ist genau N. Da W Stern von dem ganzen Menge M Stern gleich 2N ist, ne, das muss gleich dem sein, also haben die jeweils Gewicht N. Und damit erfüllt aber auch die Menge M2' definiert als einfach M' ohne B aus, die Bedingungen für Subset-Sum. Wenn ich das Gewicht von M2' angucke, dann ist das ja N minus dem Gewicht von B und das Gewicht von B ist gerade gewählt als N. Und die Umkehrung ist genauso einfach. Nehmen wir so ein M2' her, dessen Gewicht genau K ist, dann erfüllt M2' zusammen mit B genau die Bedingungen von Ja-Instanz für Partition. So, jetzt kommt noch ein letzter NP-Vollständigkeitsbeweis für heute, den wir aber gar nicht im Detail führen. Der ist auch ziemlich leicht. Da geht es mir jetzt nur um das Problem. Also hier diese NP-Vollständigkeitsbeweise, vor allem der Schritt, den wir hier gemacht haben, der sollte Ihnen auch mal zeigen, wie das ist, wenn man zwei sehr ähnliche Probleme hat. Also man hat ein Problem, von dem man sieht, das ist ja fast genau dasselbe wie ein anderes, von dem ich weiß, es ist NP-vollständig, wie leicht man dann schon auch auf so einen NP-Vollständigkeitsbeweis oder so eine polynomiale Transformation kommen kann. Und hier geht es mir darum, dass wir das Problem Knappsack kennenlernen, weil wir das später nochmal zweimal betrachten will. Das ist ein Problem, was NP-vollständig ist, wie hier schon angedeutet, was aber in gewisser Weise leichter zu sein scheint als die meisten anderen NP-vollständigen Probleme. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, nur als Motivation, warum das ein interessantes Problem sein könnte. Gegeben ist hier wieder eine endliche Menge M und die Elemente aus M haben jetzt wieder ein Gewicht. Sie haben aber außerdem einen Wert. Oder Kosten, ja, also das, was ich bezahlen muss. Also stellen Sie sich vor, M ist die Menge von diesen Diamanten besetzten Teilen aus dem Museum, aus der Grünen Kammer in Dresden. Ja. Jedes von den Teilen hat ein bestimmtes Gewicht. Ich könnte jetzt auch ein bisschen subtiler sagen, ja, nicht nur ein bestimmtes Gewicht, sondern braucht eine bestimmte Zeit, das da abzunehmen, aus der Auslage zu nehmen. Andererseits hat das einen bestimmten Wert, ja, was ich dafür kriege, wenn ich die Diamanten verkaufe. Und jetzt habe ich so eine obere Schranke für das Gewicht, das ich tragen kann, oder übersetzt jetzt in dem Diamantenbeispiel, für die Zeit, die ich investieren kann, um mehr hier diamantenbesetzte Teile zu klauen und andererseits so ein Minimum an Wert, den ich gerne mitnehmen will.
Und die Frage ist eben, gibt es eine Teilmenge im Strich, also eine Menge von diamantenbesetzten Teilen aus der grünen Kammer, die ich innerhalb von der Zeit, die mir zur Verfügung steht, einpacken kann und die mir aber einen bestimmten Mindestwert oder Mindestgewinn erbringen. Ja. Also im Zusammenhang mit dem Nikolaus machen wir das Ganze auch immer mit, also der Nikolaus kann nur ein maximales Gewicht tragen und will aber möglichst viel an Wert sagen, an Geschenken bringen. So, das Problem ist NP-vollständig. Ist diese Diebe in Dresden, die scheinen nicht ganz so dumm gewesen zu sein. Das Problem ist in NP, okay, jetzt für so eine vorgegebene Menge im Strich zu verifizieren, haben die Elemente da drin ein Maximalgewicht von W und ein Minimalwert von C, ist kein Problem. Ich gucke mir einfach die Gewichte aufsummiert an und ich gucke mir einfach den Wert auf, die Werte aufsummiert an. Und das andere ist, man kann ganz leicht eine polynomiale Transformation von Partition auf Knappsack angeben. Ich nehme also meine Instanz für Partition, das ist jetzt auch eine Menge M mit einer Gewichtsfunktion. Und die Knappsack-Instanz, da brauche ich jetzt eine neue Gewichtsfunktion, ich brauche eine Kostenfunktion C, ich brauche ein Maximalgewicht W und ich brauche eine Minimalkosten C. Und hier nimmt man als W' zweimal W und als Kosten auch zweimal W und das Groß W ist gleich dem C, ist einfach aufsummiert die Gewichte der Elemente aus meiner Partition-Instanz. Dass das in Polynomialzeit geht, ist jetzt auch wieder trivial und man kann jetzt ganz leicht klar machen, dass die Ja-Instanzen für Partition genau auf die Ja-Instanzen abgebildet. Okay, damit sind wir jetzt durch die NP-Vollständigkeitsbeweise, die wir in der Vorlesung führen, werden in der Übung das schon auch noch ein bisschen üben müssen, diese Beweisform geht. Also das ist jetzt das, was wir wissen. Jetzt noch eine allererste Sache. Die Motivation dafür, NP vollständig zu definieren, war ja, wir vermuten, P ist ungleich NP, wir brauchen Kandidaten von Problemen in NP, die nicht in P sind. Dafür nimmt man ja die schwersten Probleme in NP, die sind sicher ein Kandidat dafür, nicht in P zu sein, wenn P und NP verschieden sind. Und die schwersten Probleme in NP, das sind also die Probleme, von denen ich weiß, wenn ich das in Polynomialzeit lösen könnte, könnte ich auch alle anderen aus NP in Polynomialzeit lösen. Und wenn ich jetzt Polynomialzeit meine, meine ich deterministisch. Ja? So, und das machen wir uns jetzt nochmal klar, dass eben tatsächlich dieses, was NP vollständig bedeutet, eben tatsächlich heißt, das sind die Probleme, die, wenn P ungleich NP ist, definitiv in der Menge liegen, die disjunkt ist von der Menge der Probleme in P. Also die Auswirkungen auf die Frage P gleich NP. Wir haben gesehen, für zwei NP-vollständige Probleme gilt, es gibt eine polynomiale Transformation von dem einen auf das andere. Das heißt also, die NP-vollständigen Probleme, die sind alle im Wesentlichen gleich komplex. Man kann da schon ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe eben gesagt, bei Knappsack, wenn Sie feststellen, das Problem ist doch in gewisser Weise leichter als andere NP-vollständige Probleme, aber innerhalb dieses Konzepts von NP-vollständig ist polynomial transformierbar untereinander, ist das sozusagen, was, damit hat man gleich schwere Probleme identifiziert. Und die Auswirkungen auf die Frage, ob P gleich oder ungleich NP ist, stecken jetzt in diesem Satz drin. Wenn Sie nämlich jetzt ein Problem hernehmen, und ich gehe jetzt einfach mal in der Sprechweise wieder zurück auf Sprachen. Wir haben ja Entscheidungsprobleme, haben wir festgestellt, man kann Entscheidungsprobleme sehen als, das ist dasselbe wie eine Sprache entscheiden. Ja? Wenn ich so eine NP-vollständige Sprache habe,
Und ich würde für die feststellen, sie ist in P. In P vollständige Sprache. Ist auch in P. Dann folgt daraus schon sofort P gleich N. Das ist die eine Auswirkung von was NP vollständig bedeutet. Und die andere ist, wenn ich eine NP-vollständige Sprache habe und ich könnte nachweisen, die ist nicht NP, dann gilt automatisch, jede NP-vollständige Sprache ist nicht NP. Erster Teil. Also ich habe eine NP-vollständige Sprache oder ein NP-vollständiges Problem und ich würde jetzt irgendwie auch noch zeigen, und das Problem ist sogar NP, wieso ist dann P gleich NP? Also ich habe eine Sprache aus P, die eben auch NP-vollständig ist. Dann existiert eine polynomiale deterministische Turing-Maschine M für diese Sprache, ja, weil die Sprache in P ist. Und ich betrachte jetzt irgendein anderes Problem oder eine andere Sprache L' aus NP. Weil L NP vollständig ist, gibt es für jede andere Sprache L' aus NP per Definition von polynomiale Transformation oder NP-Vollständigkeit so eine polynomiale Transformation von dem L' auf das L. Der LNP vollständig ist, lassen sich alle aus NP darauf polynomial transformieren. So, und wenn ich jetzt hintereinander ausführe, diese polynomiale Transformation von L' auf L und danach die polynomiale deterministische Turing-Maschine für L', dann habe ich damit auch L' ist in P. Also mit einem polynomialen Algorithmus für L zusammen mit der polynomialen Transformation von L' auf L habe ich auch einen polynomialen Algorithmus für L'. Das ist eben diese Folgerung. Wenn eine NP-vollständige Sprache auch in P ist, dann muss schon gleich ganz P. P gleich NP sein. Und der zweite Teil, ich habe also eine NP-vollständige Sprache und ich kann nachweisen, und die ist nicht in P. Und ich muss dann zeigen, jede NP-vollständige andere Sprache ist dann auch nicht. Jetzt angenommen, ich hätte irgendeine andere NP-vollständige Sprache, die aber doch in P ist. Also so ein L-NP-vollständig, L' ist in P. Ja, dann folgt mit dem ersten Teil schon daraus, dass L-NP-vollständig, aber auch in P ist P gleich NP. Und das wäre aber ein Widerspruch dazu, dass mein L, das NP-vollständig ist, nicht in P ist. Das ist der zweite Teil, der folgt direkt aus dem. Gut, das heißt also wirklich, dass wir jetzt NP-vollständige Probleme kennen, kann uns wirklich weiterbringen, könnte uns weiterbringen bei der Frage, ob P ungleich NP ist. Nämlich, ich habe gesagt, es ist offen, ob P ungleich NP ist, aber fast alle glauben das. Die Frage ist, wie kann man das beweisen? Na gut, kann man das beweisen? Ist nicht ganz so leicht. Wie könnte man denn beweisen, P gleich NP? P gleich NP beweisen, das ist danach ziemlich leicht. Ich nehme einfach ein von dem Plan her ziemlich leicht. Nimm NP-vollständiges Problem her und entwerfe für dieses NP-vollständige Problem einen deterministischen polynomialen Algorithmus. Wenn es das gibt, dann habe ich P gleich NP. So, und jetzt raten Sie mal, wie viele Beweise dieser Art es gibt, die sich alle als falsch herausgestellt haben. Ziemlich viele. Also es kommt immer in so einer Regelmäßigkeit, da kann man fast die Uhr nachstellen. Irgendjemand sagt, ich habe bewiesen P gleich NP, indem ich einen polynomialen Algorithmus für Traveling Salesman oder für Exact Cover oder für Dreifärben oder für SAT konstruiert habe. Und wenn man dann diese Beweise genauer anguckt, die sind meistens ziemlich unverständlich aufgeschrieben und ziemlich lang mit vielen, vielen Indizes und sonst was, hat sich bisher aber immer herausgestellt, nein, der Algorithmus für dieser angeblich polynomiale Algorithmus für dieses NP-vollständige Problem, der ist gar nicht polynomial. Die andere Sorte von Beweise, P ungleich NP, von der Sorte gibt es auch so einige,
keiner von denen hat sich bisher als korrekter Beweis herausgestellt. Aber da ist das Programm natürlich, was mache ich dafür? Was muss ich dafür machen, ist nicht ganz so leicht. Okay, so viel zur Frage P und NP, sind die gleich oder verschieden? Jetzt fassen wir mal zusammen, wo sind wir? Also die Klasse P ist die Klasse der Entscheidungsprobleme oder auch Sprachen, die mit einer deterministischen Turing-Maschine in Polynomialzeit gelöst werden kann. Die Klasse NP ist die Klasse der Entscheidungsprobleme oder Sprachen, für die es eine nicht-deterministische Turing-Maschine gibt, die in Polynomialzeit dieses Problem löst oder die Sprache entscheidet. Also informell ausgedrückt ist so ein Problem Pi in NP, falls Pi folgende Eigenschaft hat, ist die Antwort bei Eingabe einer konkreten Instanz von Pi ja, dann kann ich das innerhalb Polynomialzeit verifizieren, wenn mir so ein, praktisch so ein Lösungsvorschlag gegeben wird. Also sozusagen, was eine polynomiale deterministische Turing-Maschine bedeutet, ist klar, das ist ein ja, polynomialer Lösungsalgorithmus, unserem Verständnis von Lösungsalgorithmen. Was eine Lösung mit einer polynomialen nicht-deterministischen Turing-Maschine bedeutet, ist eben, ich kann einen Lösungsvorschlag in Polynomialzeit überprüfen, aber die nicht-deterministische Turing-Maschine kann eben kostenlos diesen Lösungsvorschlag generieren. Das ist auch gleichzeitig sozusagen in der Vorstellung dieser Unterschied in der Mächtigkeit zwischen deterministisch lösen und nicht-deterministisch Lösungsvorschlag. Einfach dahin zu werfen. So, und dann hatten wir eben, um die schwersten Probleme in NP zu identifizieren, den Begriff der polynomialen Transformation einer Sprache L1 über dem Alphabet Sigma 1 auf eine Sprache L2 über dem Alphabet Sigma 2. Das ist einfach eine Funktion, die jedem Wort aus Sigma 1 Stern ein Wort aus Sigma 2 Stern zuordnet und folgende zwei Eigenschaften hat. Diese Funktion lässt sich durch eine ganz normale polynomiale deterministische Turing-Maschine rechnen. Das ist eine polynomiale Konstruktion. Und die Wörter der Sprache L1 werden auf die Wörter der Sprache L2 abgebildet und umgekehrt. Es kommt ein Wort aus der Sprache L2 raus, wenn ich von einem Wort aus der Sprache L1 ausgegangen bin. Und eine Sprache heißt also NP vollständig, wenn sie erstens in NP liegt und zweitens sich alle Sprachen aus NP auf diese polynomial transformieren lassen. Den Begriff der NP-Schwere, das werden wir gleich nochmal drauf kommen. Wenn wir wirklich über Sprachen oder Entscheidungsprobleme reden und jeweils für die Sprache oder das Entscheidungsproblem beide Teile hier des Nachweises ist NP vollständig geführt haben, dann sagen wir NP vollständig. NP schwer ist eine Bezeichnungsweise, die man für anders geartete Probleme, die aber auch mindestens so schwer sind wie NP vollständige Entscheidungsprobleme verwendet, beziehungsweise auch Probleme, die vielleicht Entscheidungsprobleme sind, für die man zeigen kann, alle anderen Probleme aus NP lassen sich polynomial auf diese transformieren, aber im Problem selber weiß ich gar nicht, ob es in NP liegt. Aber diese Bezeichnung NP vollständig und NP schwer, die werden auch oft also so synonym verwendet, obwohl streng genommen, das werden wir in der Vorlesung später auch dann sagen, dass ein klein bisschen unterschiedliche Dinge sind. Der Hintergrund hiervon, nach dem Satz, den wir eben bewiesen haben, ist also, unter der Annahme, dass die Klassen P und NP verschieden sind, gibt es kein polynomiales Lösungsverfahren für ein NP-Vollständig. Okay, und dann haben wir eben hier diese ganzen NP-Vollständigkeitsbeweise geführt. Und jetzt gucken wir über den Tellerrand hinaus. Ich habe also gesagt, wir haben da dieses Bild, NP und da ist P und da ist NP vollständig. Und wie sieht es denn dazwischen aus und wie sieht es außerhalb aus? Also Entscheidungsprobleme außerhalb von P und NP, Probleme, ja, das
ist das eine sozusagen bei dem Blick über den Tellerraum und das andere Probleme, die gar nicht als Entscheidungsprobleme daherkommen. So, jetzt gehen wir mal los. Erstmal zu der Frage, gibt es was zwischen NP vollständig und P? Man kann die Klasse der NP-vollständigen Probleme auch als NPC abkürzen. Jetzt nicht oft machen, ist auch jetzt nicht so wahnsinnig gebräuchlich, aber kann man ja mal machen, ne? Für NP-complete, NPC. Und für die Probleme, die weder in P liegen, noch in NPC, aber in NP, führen wir mal die Bezeichnungsweise NPI für NP-intermediate ein. Die Frage eben war, ist diese Menge NPI ungleich leer? Und da gibt es einen tiefliegenden Beweis, den führen wir hier nicht, dafür, dass tatsächlich, wenn P ungleich NP ist, sonst macht die Frage ja keinen Sinn, wenn P ungleich NP ist, NPI auch ungleich leer ist. Also dann gibt es auch Probleme, die sind weder in P, noch gehören sie zu den schwersten in P. Kandidaten dafür werden wir auch kennenlernen. So, das heißt also, nach diesem Satz von Lattner, den wir nicht beweisen, der auch schon ein bisschen älter ist, ist hier zwischen wirklich was. So, dann kann man noch Folgendes machen. Man kann zu einer Sprache ja die Komplementsprache betrachten. Ja, eine Sprache, das ist ein L-Teilmenge aus Sigma Stern, wenn Sigma das Alphabet zu der Sprache ist. Die Komplementsprache ist dann ja Sigma Stern ohne L. Das ist wirklich eine andere Sprache. Ja, Sprache der Wörter, die nicht in L sind. Jetzt kann man die Menge der Komplementsprachen zu Sprachen, die in P sind, betrachten, beziehungsweise die Menge der Komplementsprachen zu Sprachen, die in NP sind. Also die Klasse Co-P ist die Klasse aller Sprachen L' gleich. L' ist Sigma Stern ohne L, wobei L eine Teilmenge aus Sigma Stern, eine Sprache aus L ist. Einfach L, so heißen unsere Sprachen in P, zu einer konkreten Sprache in P kann ich die Komplementsprache betrachten. Die Klasse dieser Komplementsprachen nenne ich QP. Bei NP kann ich dasselbe machen. Ja? Ich betrachte Sprachen, die in NP liegen, zu den Sprachen die Komplementsprache und die Klasse, die diese enthält, diese Komplementsprachen von Sprachen aus NP, nenne ich Co-NP. Die Frage ist jetzt, sind das überhaupt neue Klassen? Wir wissen P gleich Co-P. Ja klar, wenn ich für eine Sprache, die in P liegt, also wenn ich eine Sprache betrachte, die in P liegt, heißt das, ich kann für die eine deterministische polynomiale Turing-Maschine angeben, die die entscheidet. Dieselbe Turing-Maschine einfach mit Endzustand QA und Stoppzustand QN vertauscht, entscheidet dann in Polynomialzeit das Komplement dieser Sprache. Das ist trivial, dass P und Co-P gleich sind. Natürlich ist Co-P eine Teilmenge von Co-NP. Wenn sozusagen die Komplementsprachen zu den Sprachen aus P und QNP sind die Komplementsprachen zu den Sprachen aus NP, also ist QP-Teilmenge von QNP. Aber was ist mit NP und QNP? Sind die beiden gleich? Komplementsprache zu einer Sprache aus NP zu sein, heißt das automatisch auch in NP zu sein? Da muss man jetzt genauer hingucken, denn in NP zu sein heißt ja, es gibt eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die in Polynomialzeit sozusagen entscheiden kann, aber das heißt ja nur, es gibt eine Berechnung unter den vielen möglichen nicht-deterministischen Berechnungen für eine bestimmte Instanz, die in Polynomialzeit tatsächlich, wenn die Instanz eine Ja-Instanz ist, Ja antwortet. Das gehört dazu, naja, dass man eben so ein Orakel irgendwo herbekommen kann und dass das in Polynomialzeit überprüft wird. Also das ist nicht offensichtlich, dass NP und QNP gleich sind, denn wenn ich auf das Komplement davon gehe, dann kann ich irgendwie gar nichts sagen. Also Komplement von so einer Sprache, für die ich eine polynomiale, nicht deterministische
Turingmaschine habe, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Sollte NP ungleich QNP sein, dann würde auch folgen P ungleich NP. Das ist klar. Ne? Das ist eine stärkere Vermutung, denn da P gleich QP ist, könnte nicht gleichzeitig P gleich NP sein, aber NP ungleich QNP sein. Das ist offensichtlich. Also aus NP ungleich QNP folgen würde P ungleich NP. Und die Vermutung ist tatsächlich, dass NP und QNP verschieden sind. Das heißt also, diese Vermutung NP ungleich QNP, das ist eine Verschärfung der P ungleich NP-Vermutung. Aber was würde folgern, wenn die gleich sind? NP und QNP gleich sind. Also vermutete Situation ist so. Also es ist was Neues dazugekommen. Also wir haben P, wir haben die NP-Vollständigen, drumherum liegt NP, zwischen NP-Vollständig und P liegt NPI. Und jetzt QNP, ja gut, also QNP muss natürlich auch P enthalten. NP ist P und QP ist P, also ist und QP ist auch in QNP, also muss P in QNP liegen, aber wahrscheinlich liegen Probleme, die nicht in NP liegen, in QNP. Wahrscheinlich ist QNP ungleich NP. Jetzt gucken wir uns das mal konkret an, was eigentlich Co von einem Problem heißt, als Komplementproblem zu sein. Bei Traveling Salesman, wenn man das mal zu Traveling Salesman macht, dann sieht man sehr schnell, ah, das ist wirklich was anderes. Also das Traveling Salesman Problem ist ja, ich habe gegeben den Graph G, der ist ein vollständiger Graph, auf den Kanten habe ich Längen und ich habe ein K vorgegeben und ich frage, gibt es in dem Graph eine Rundtour, die eben an jedem Knoten genau einmal vorbeikommt und eine Gesamtlänge hat, die kleiner gleich dem K ist. Wenn ich jetzt das Komplement nehme, das sind all die anderen Instanzen. Also die Instanzen dazu sind die Ja-Instanzen, die Instanzen, für die es so eine Tour gibt. Wenn ich das Komplement nehme dieser Instanzen innerhalb der Menge aller Instanzen, das sind das die, wo es keine solche Tour gibt. Das heißt also QTSP, das Komplementproblem zu dem Entscheidungsproblem TSP ist, ich habe gegeben da meinen vollständigen Graphen mit den Kantenlängen und ich habe so ein K vorgegeben, so ein Parameter K. Und die Frage ist, gibt es keine Tour der Länge kleiner gleich k? Wenn wir jetzt an polynomiale, nicht deterministische Turingmaschine denken. Für TSP ist das offensichtlich, dass es sowas gibt. Wir müssen ja implementieren. Wir gegeben unsere Instanz, unseren Graph. Ich gebe Ihnen so eine Tour vor. Wir können in Polynomialzeit überprüfen, ob die Tour eine Länge hat, kleiner gleich k. So. Wie soll denn überhaupt jetzt so ein Orakel aussehen für QTSP? Etwas, was ich Ihnen zuschmeiße, bei dem Sie leicht überprüfen können, ja, das würde rechtfertigen die Antwort, es gibt keine Tour der Länge kleiner gleich k. Ist was, was beinhaltet Offensichtlich beinhaltet QTSP was deutlich Schwierigeres als TSP. So, QTSP ist in QNP, weil TSP in NP ist. Und jetzt ist vielleicht eher nachzuvollziehen, warum die Vermutung ist, dass QNP und NP verschieden sind. Denn dieses Co-TSP sieht ja wirklich so aus, als sei es schwieriger als TSP. Die Vermutung ist tatsächlich, Co-TSP ist nicht in NP. Also die Vermutung ist, Co-TSP ist so ein Kandidat für liegt in QNP, aber nicht hier in NP. Ja, NP vollständig versus in QNP sein. Falls eine Sprache NP vollständig ist, und auch in NP liegt, dann ist NP schon gleich UNP. Auch das kann man folgern. Und das ist auch nicht schwer. Also sei so eine Sprache in QNP und gleichzeitig NP vollständig.
Dann habe ich eine polynomiale, nicht deterministische Berechnung für das Komplement der Sprache, weil die Sprache ja ein Co-NP ist. Das heißt, und es gilt, weil die Sprache NP vollständig ist, für alle Sprachen aus NP, alle Sprachen L', dass sie sich polynomial transformieren lassen auf L. Aber dann habe ich auch eine deterministische polynomiale Transformation von L'Komplement auf L-Komplement. Denn das hatten wir eben schon bei der Frage, ist P gleich Co-P uns klar gemacht, wenn wir uns in der Welt der deterministischen polynomialen Turing-Maschinen befinden, dann kann man das Komplement von der Sprache genauso gut entscheiden wie die Sprache selber. Da muss ich nur die zwei N-Zustände umdrehen. Ja? Das heißt also, aus jede Sprache aus NP lässt sich polynomial transformieren auf L, induziert unmittelbar, dass das Komplement jeder Sprache aus NP sich polynomial transformieren lässt auf L-Komplement. Dann habe ich aber auch für L'Komplement eine polynomiale, nicht deterministische Berechnung. Halte ich sozusagen einfach diese polynomiale Transformation und die nicht deterministische polynomiale Berechnung für L-Komplement hintereinander und dann habe ich auch eine polynomiale, nicht deterministische Berechnung für L'Komplement. Das heißt also, L' ist dann QNP. Damit habe ich, wenn L in QNP, dann ist auch L' in QNP, das NP gleich Q. Wir vermuten aber, NP ist ungleich QNP, weil wir schon bei dem Beispiel Traveling Salesman den Eindruck haben, Co-Traveling Salesman ist deutlich schwieriger als Traveling Salesman. Dann folgt natürlich automatisch auch aus diesem Lemma, dass die Menge der NP-vollständigen Probleme oder Sprachen geschnitten mit Co-NP leer ist. So wie das in dem Bild ja auch angezeigt war. Und unter dieser Annahme haben wir dann, wenn es ein Problem in NP gibt, das auch gleichzeitig in Co-NP ist, aber nicht in P, das auch noch annehmen, dann muss das gerade in NPI sein. Das heißt also, NP und Co-NP zu betrachten, ist schon für die Frage, ob P und NP verschieden sind oder ob da was dazwischen liegt, relevant. Ja? Und es ist sogar so, dass wir sagen können, naja gut, also die Probleme, die in NP und QNP liegen, das müssen dann die hier sein. Das heißt also, so sieht es wahrscheinlich aus. Dieses QNP füllt hier den ganzen Rest aus. Es liegt aber in QNP auch noch einiges außerhalb NP. So sieht die Welt wahrscheinlich aus. Vielleicht sollte ich jetzt eine kleine Auflösung geben dafür, was da in NPI liegen könnte. Also konkret als Problem. Ja, das war jetzt ja nur über Betrachtung von Komplexitätsklassen, dass wir irgendwie identifiziert haben, was hier liegen könnte. Aber wir hatten bisher kein einziges Problem betrachtet oder keine einzige Sprache, die möglicherweise in NPI liegt. Die liefere ich jetzt nach. Da holen wir jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner auf. Das Problem Subgraph-Isomorphie schauen wir mal an. Also wir haben gegeben einen Graph G und einen kleineren Graph H. Also Graph G, Graph H. Die Anzahl der Knoten von H ist kleiner der Anzahl der Knoten von G. Und die Frage ist jetzt, gibt's eine Menge, Teilmenge der Knotenmenge von G, die genauso viel Knoten enthält wie H, so dass ich eine Bijektion angeben kann zwischen den Knoten in H und den Knoten in dieser Teilmenge von G, so dass Kanten genau auf Kanten abgebildet werden. Eine Isomorphie. Also eine Kante aus H genau auf eine Kante innerhalb von G abgebildet wird und eine Nichtkante auf eine Nichtkante. Das heißt, anders stellen Sie sich einen großen Graph G vor und einen kleineren Graph H. Die Frage, kommt dieses H als Subgraph in knoteninduzierter Subgraph in G? Finde ich genau diese Struktur von dem H irgendwo in G? Gibt es einen Teilgraph von G, der isomorph zu H ist?
Das Problem ist NP vollständig. Das beweisen wir nicht, aber das ist, sieht ja auch nicht leicht aus, sagen wir mal. Beweisen wir nicht. So, ich wollte aber Ihnen einen Kandidaten für NP Intermediate geben. Dafür vereinfache ich jetzt dieses NP vollständige Problem Subgraph-Isomorphie im Spezialfall davon. Und zwar den Spezialfall G und H sind gleich groß. Das ist Graph-Isomorphie. Also ich habe einen Graphen G und ich habe einen Graphen H und G und klar, H haben die gleiche Anzahl von Knoten und ich frage einfach, sind die beiden isomorph? Ja, kann ich die Knoten von G auf die Knoten von H abbilden, so dass die Kanten in G genau auf Kanten von H abgebildet werden? So haben die gleiche Struktur. So, das Problem, das sieht auch schwer aus irgendwie, aber dass es irgendwie einfacher ist als Subgraph-Isomorphie, würde man intuitiv auch erwarten. Und das ist tatsächlich ein Kandidat für NPI. Dieses Problem liegt in dem Schnitt von NP und CoNP. Wir hatten ja vorhin gesagt, NP-Vollständige, die können nicht in dem Schnitt liegen, wenn die Welt so aussieht, wie wir es uns vorstellen. Also die, die in dem Schnitt von NP und CoNP liegen und nicht in P, das sind die Kandidaten für NPI. Und Graphisomorphismus ist eben. Also so sieht es wahrscheinlich aus. Hier liegt Graph. So, jetzt haben wir irgendwie die Innensicht auf NP ziemlich weit schon abgearbeitet. Jetzt geht es so ein bisschen in die Richtung, was kann hier außen rum sein? Was kann da sein? Polynomielle Hierarchie, ja. Nee, QNP ragt ja hier raus. Das Grüne ist QNP. Und unsere Vermutung ist ja, Beispiel Food Traveling Salesman, was ja echt schwerer aussieht als Traveling Salesman. Traveling Salesman ist ja schon hier unter den schwersten. Da ist was, also die Klasse, die ragt aus NP raus. Komplexitätstheorie weitergetrieben, da kommt man dann als nächstes auf die sogenannte polynomiale Hierarchie. Wir betrachten jetzt einfach mal SAT, das Erfüllbarkeitsproblem, und da eine Instanz. U ist die Menge der Variablen, C ist die Menge der Klauseln. Und jetzt schauen wir uns mal Folgendes an. Die Variablenmenge sei aufgeteilt in zwei Mengen U1, U2. Ja, U1 und U2, das sind zwei disjunkte Mengen, deren Vereinigung U ergibt. Und jetzt definieren wir eine schwierige Variante von SAT. Und zwar, wir nennen so eine Instanz UC mit U1, U2 ist genau eine Aufteilung, disjunkte Aufteilung von U, lösbar, wenn es eine Wahrheitsbelegung gibt die Elemente aus U1, die die alle wahr macht, also für die Elemente aus U1. Ja, also die, wo wir nur für U1 sagen, so das gilt, egal wie ich die Elemente aus U2 belege, meine SAT-Instanz ist wahr. Das heißt also, ich meine, wenn Sie sich so eine SAT-Instanz angucken, da hatten wir Beispiele, wo man schon klar machen konnte, die kann man wahr machen, indem man nur einige der Variablen belegt hat. Gesagt hat, das, das und das muss wahr sein. Damit habe ich schon alle Klauseln wahr gemacht, egal was mit den restlichen Variablen passiert. Und das ist hier eben die Frage zu so einer vorgegebenen Aufteilung der Variablenmenge. Lösbarkeit heißt, ich kann eine Wahrheitsbelegung für die einen angeben, die so ist, dass egal wie ich die anderen setze, die Klauseln alle wahr werden. Diese Art von Problem, ja, das ist ja eine weiterführende Frage als einfach nur, gibt es eine Wahrheitsbelegung für U, C? Die nennt man USAT2 oder es existiert für alle SAT. Also das ist einfach eine Bezeichnung für diese Art von Problem. Und das kann man natürlich weitertreiben in auch Aufteilungen von U in drei Mengen oder vier Mengen, wo man sagt,
Und ist das jetzt so, dass ich eine Wahrheitsbelegung für U1 angeben kann, so dass egal ist, wie ich die aus U2 und U3 belege, C wahr wird, also alle Klauseln aus C wahr wird. Und kann ich gleichzeitig noch eine Wahrheitsbelegung für die zweite angeben, so dass egal ist, wie ich die aus U1 und U3 belege, das wird wahr. Ja? Und kann ich auch für die dritte eine angeben, dass egal ist, weil ich das, wie das erste und zweite belege, es wird wahr. Das kann man also sozusagen weiterführen. Und dann kriegt man so eine Hierarchie. Die Probleme werden immer schwieriger, zumindest intuitiv. Ob sie wirklich schwieriger sind, ist nicht klar. Ja, man hat dann, SAT ist unter den einfachen, obwohl es NP-vollständig ist. Diese Q-SAT-2 sind schon schwieriger, Q-SAT-3 sind noch viel schwieriger, Q-SAT-4 sind noch schwieriger und so weiter. Polynomiale Hierarchie nennt man das. Je nachdem, was passiert, fällt das alles zusammen. Nicht klar, ob das eine echte Hierarchie ist. So, und das normale SAT ist NP-vollständig, ist vollständig für NP. Und das für alle SAT ist vollständig für Co-NP. Also das eine gehört zu den schwersten in NP und das andere zu den schwersten in Co-NP. Und damit hat man sozusagen hier drumherum was gebaut. Also diese polynomiale Hierarchie, die hat so Schichten um NP herum und auch um Co-NP herum, bildet die Schichten. Man weiß aber nicht, ob die echt sind. Die Vermutung ist, das sind echte Schichten. Das ist jetzt mal der erste Schritt, was außerhalb von NP noch vor. Dann gibt es aber noch mehr. Sage also, das ist die Klasse, die diese polynomiale Hierarchie als Ganzes enthält und die verfeinert sind halt hier diese blauen Schichten. Da außen ist die Klasse P-Space. Also ich betrachte wieder eine Turing-Maschine, eine deterministische Turing-Maschine und ich gucke jetzt nicht auf die Laufzeit, sondern auf den Speicherbedarf. Also um den Speicherbedarf zu messen, könnte ich jetzt eine Turing-Maschine angucken, die hat so ein Eingabeband und ein Arbeitsband. Also ich trenne sozusagen ab, wo die Eingabe steht und das, wo irgendwas geändert wird. Ja. Und dann gucke ich nach bei einer Berechnung, Eingabe, irgendwann ist die Berechnung fertig. Wie viele Zellen von dem Arbeitsband wurden im Laufe der Berechnung benutzt? Dann kann ich sagen, naja, meine Klasse ist etwa nur logarithmisch viele Zellen werden benutzt. Logarithmisch in der Eingabelänge. Oder nur polynomial viele Zellen werden benutzt. Polynomial in der Eingabelänge. Man kann sagen, linear in der Eingabelänge oder quadratisch und so weiter. P-Space ist die Klasse der Probleme, für die es eine deterministische Turing-Maschine gibt, die das Problem löst unter Verwendung von einer Menge von Speicherzellen, deren Größe beschränkt ist durch ein Polynom in der Größe der Instanz. Wenig Speicher und logarithmischem Speicher und polynomialer Zeit auskommen, kann man schon einiges mit anfangen. Man braucht nicht so viel Speicher fürs Arbeiten als ein Laufzeitalgorithmus. Es ist tatsächlich so, müssen wir jetzt glauben, dass P-Space alles das hier enthält. Also mit einem polynomialen Speicherbedarf gelöst werden können, da können Sie eine ganze Menge noch reinpacken an Problemen, die möglicherweise weit mehr brauchen als polynomiale Laufzeit. Deterministisch. Also hier braucht man gar nicht, in Richtung Nicht-Determinismus braucht man da gar nicht zu gucken. Deterministisch. P-Space. So, und was gibt's noch? X-Time gibt's noch. Exponentielle Zeit, exponentiell in der Eingabegröße. Und dann entscheidbar, also hier gehe ich nicht genauer auf ein, entscheidbare Probleme oder Sprachen, also gehen wir wieder auf Sprachen. Naja, also als wir gesagt haben, entscheidbar oder nicht entscheidbar, haben wir überhaupt nicht auf Laufzeit geschaut.
nur ist das entscheidbar oder nicht. Die liegen also da drumherum. Ja? Und semi-entscheidbar ist natürlich nochmal drumherum. Und jetzt wissen wir aber, es gibt formale Sprachen, die nicht semi-entscheidbar sind. Das ist noch weiter drumherum. Und hier, ab hier sind wir schon gar nicht mehr in Komplexitätsklassen, die irgendwie sich an Laufzeitverbrauch oder Speicherverbrauch orientieren. Ich habe das nur jetzt mal alles auf eine Folie gemalt, damit Sie schon sehen, na ja, also zwischen diesen schweren Problemen in NP, den NP-Vollständigen, die aber richtige, echte Probleme sind, ja, und ja, semi-entscheidbar und beyond, da kann noch eine ganze Menge, da passiert noch eine ganze Menge. Ja. Wenn Sie das interessiert, dann wäre die Empfehlung, mal nachzugucken, was hier in diesem Artikel A Short Guide to NP Hard Problems. Also, wenn Sie das lesen, können Sie verifizieren, ob Sie das verstanden haben, was wir bisher gesehen haben im Zusammenhang mit NP-vollständigen, NP-schweren Problemen. Jetzt ein weiterer Blick über den Tellerrand. Also das war jetzt einfach noch im Prinzip sind unsere Probleme alle noch so formuliert, dass die richtige Antwort ja oder nein ist. Das waren ja alles Probleme, die Sprachen entsprechend Problem lösen. Jetzt wissen wir natürlich, es gibt auch Probleme, die sind anders formuliert. Da sucht man nach einer konkreten Lösung. Da sucht man vielleicht nach allen Lösungen. Da sucht man vielleicht nach der optimalen Lösung. Da sucht man vielleicht nach allen optimalen Lösungen. Am Anfang des Kapitels haben wir das schon so ein bisschen gestreift, als wir zu TSP neben dem Entscheidungsproblem auch das Lösungsproblem und das Optimierungsproblem betrachtet haben. Damals haben wir das gemacht im Sinne von, naja, wir werden jetzt zeigen, das Entscheidungsproblem zu TSP ist schon sehr schwer, dann ist das Lösungsproblem und das Optimierungsproblem ja mindestens genauso schwer und dann haben wir auch gezeigt, naja gut, aber so viel schwerer kann es nicht sein. Aber jetzt sehen wir uns mal ein bisschen systematisch diese ganze Art von Problemen, was die Formulierung angeht, so ein bisschen systematischer an, welche Art von Problemen kann es denn so geben? Wie können die denn aussehen? Suchprobleme. Wir suchen nach einer Lösung. Deshalb Suchproblem. Also ein Suchproblem Pi wird beschrieben wieder über die Menge aller Instanzen. Ja? Und die Lösungsmenge ist aber die Menge aller Lösungen für die Instanz. Ja? Und die Lösung eines Suchproblems für eine Instanz ist ja ein beliebiges Element aus dieser Lösungsmenge, wenn die ungleich leer ist und sonst ist leer. Das könnte man Suchproblem. Wir suchen nach einer Lösung. Und jetzt gucken wir uns mal TSP an unter diesem Sichtweise Suchproblem. Da können wir zwei Varianten angucken. Die erste wäre, wir haben also gegeben den Graph und wir haben die Gewichtsfunktion oder Längenfunktion für die Kanten und wir interessieren uns für eine optimale Lösung. Da ist also die Frage, gib eine optimale Tour an, eine mit kürzester Länge. Da wäre sozusagen die Lösungsmenge S von Pi, Pi ist TSP, die Menge aller optimalen. Mehrere geben, die gleiche Länge haben und das ist die beste Länge. Eine Suchproblemvariante zu TSP, die näher ist an der Formulierung des Entscheidungsproblems TSP, diese Variante 2. Also wir haben wieder gegeben den Graph, wir haben wieder die Längenfunktion gegeben und wir haben wieder unseren Parameter k. Und jetzt ist die Aufgabe, gib eine Tour an, deren Länge kleiner gleich k ist. Hier ist dann also die Lösungsmenge, in der wir nach einer Lösung suchen, die Menge aller der Touren, deren Länge kleiner gleich k. Das sind jetzt also Suchprobleme. Bei TSP könnte man sagen, na, das erste ist ein ziemlich natürliches Suchproblem.
wenn wir uns eben wirklich für Optimierung interessieren. Während das zweite, naja gut, das ist die Suchproblemvariante, die nah an der Entscheidungsvariante. Es gibt auch Probleme, die sind sozusagen von sich aus irgendwie eigentlich Suchprobleme. Die kann man zwar auch dann als Entscheidungsprobleme formulieren, aber worum es da eigentlich geht, ist eine Lösung zu finden, die aber nichts mit Optimierung zu tun hat. Hamilton-Kreis ist so eins. Ein Problem, das ist sehr ähnlich zu TSP. In gewisser Weise, ich habe einfach einen Graph gegeben, sonst gar nichts. Ganz normalen Graph, keine Kanten gewesen. Einige Kanten sind da, andere nicht. So, und ich suche jetzt einen Hamilton-Kreis, und ein Hamilton-Kreis ist einfach eine Rundtour, die jeden Knoten genau einmal besucht. Wenn der Graph nicht vollständig ist, dann kann es das geben, kann aber auch nicht geben. Kommt auf den Graph. Also ein Hamilton-Kreis ist so eine Rundtour, die jeden Knoten genau einmal besucht. Und es kann jetzt also wirklich interessant sein, für einen konkreten Graph zu entscheiden, hat der so einen Hamilton-Kreis. Das ist also ein Entscheidungsproblem, das ist als Entscheidungsproblem auf die Welt gekommen. Ja? Also da braucht man keinen Parameter k oder so. Das interessiert einen schon als Entscheidungsproblem. So, aber als Suchproblem natürlich auch. Denn wenn die Antwort ja ist, würden wir ganz gern auch sehen, ah, da ist ja der Hamilton-Kreis. Das heißt also, das Hamilton-Kreis-Suchproblem ist, gib einen Hamilton-Kreis an, falls einer existiert. Menge der Lösungsmenge ist also hier die Menge der Hamilton-Kreise. So, und für Suchprobleme gibt es, ähnlich wie bei Entscheidungsproblemen, jetzt diese ganzen Varianten, Orakel, Turing-Maschine, also sozusagen nicht-deterministischen Turing-Maschine, die sozusagen in Polynomialzeit nicht-deterministisch tatsächlich das Suchproblem löst, also tatsächlich nicht nur entweder antwortet mir ja oder nein, sondern mit einem Ergebnis. Ja. Da kann man also dann ganz genau so die Klasse der NP-Suchprobleme definieren und der P-Suchprobleme, also der einerseits, für die man in Polynomialzeit eine Lösung konstruieren kann, andererseits derjenigen, wo man so eine polynomiale Orakel-Turing-Maschine hat, die eine Lösung konstruiert. Und genauso eine ja, Art von polynomialer Transformation oder Reduktion, wie wir es bei den NP-vollständigen Problemen hatten. Und für die Probleme, die innerhalb von dem Konzept sozusagen so schwer, mindestens so schwer sind wie alle anderen in der Klasse für die so eine polynomiale nicht-deterministische Turing-Maschine. Die nennt man typischerweise NP-schwer. Also das ist so, ob man jetzt sagt, das Problem ist NP-vollständig oder NP-schwer, ist das was, sind das verschiedene Begriffe oder nicht? Also streng genommen ist tatsächlich NP-vollständig der Begriff, der nur über der Menge der Entsch über Entscheidungsprobleme irgendwas sagt. Und zwar, wir haben also NP definiert als die Menge der Entscheidungsprobleme, für die es eine polynomiale Turing-Maschine, nicht-deterministische Turing-Maschine gibt. Und die schwersten da drin in der Klasse, die heißen NP-vollständig. Wenn man jetzt übergeht zu anders formulierten Problemen, wo man wirklich nach einer Lösung sucht und da dieselben Konzepte von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine, Polynomialzeit, die schwersten in der Klasse überträgt und die gibt es, die Konzepte, ohne dass wir die jetzt im Detail anguckt, dann wären die schwersten in dieser Klasse die NP-Schweren. Aber ab einem gewissen Punkt macht man da zwischen NP-vollständig und NP-schwer nicht unbedingt eine Unterscheidung. Nur so viel solche Suchprobleme, die können auch so geartet sein, dass auch die zugehörige Entscheidungsvariante nicht in NP liegt. Und für die dann dieses NP schwer zu verwenden, wenn die aber innerhalb von dieser Klasse der nicht deterministisch polynomial lösbaren für eine Suchproblem-Orakelmaschine liegt, dann ist eben NP schwer da der Begriff, den man benutzt. Und es gilt also für die Suchprobleme Hamilton-Kreis, also gib mir einen Hamilton-Kreis oder TSP, gib mir eine optimale Tour, die sind NP-schwer. Das können wir jetzt einfach schon sagen, weil wir wissen, die Entscheidungsvarianten sind NP-vollständig. Also bei Hamilton-Kreis werden Sie das mindestens in der Übung machen, die entsprechenden Suchprobleme. Jetzt gibt es aber noch anders geartete Probleme, die irgendwie noch schwerer sind, wie es scheint, oder intuitiv, nämlich Aufzählungsprobleme.
ein Aufzählungsproblem. Pi, das besteht wieder als Problem aus all seinen Instanzen, Problembeispielen. Und für so ein Problembeispiel wollen wir die Menge aller Lösungen haben. Das heißt, die Lösung des Aufzählungsproblems für eine Instanz ist jetzt die Angabe der Anzahl der Lösungen. Machen sämtliche Lösungen, wie viele gibt es denn? Wie viele gibt es denn? Hamilton-Kreis, Aufzählungsproblem. Wir geben einen Graph, wie viele Hamilton-Kreise gibt es. Das kann ja sein, dass wenn es dann einen Hamilton-Kreis gibt, also eine Rundtour, die jeden Knoten genau einmal besucht, dass es aber noch mehr als diese eine gibt. Frage, wie viele von der Sorte gibt. Intuitiv sieht das schon schwerer aus. Und das ist eben auch so. Aufzählungsprobleme sind schwer. Aber Aufzählungsprobleme zu NP-vollständigen Problemen sind schon deutlich schwerer. Ohne dass ich jetzt sage, was das hier für Probleme sind. Da gibt es eben auch so einen Vollständigkeitsbegriff. Anzahl P vollständig heißt der. Und jedes Problem in der polynomialen Hierarchie kann durch einen Aufruf so eines Anzahl P vollständigen Problems gelöst werden. Also diese polynomiale Hierarchie, die spielt sich ja höchstwahrscheinlich außerhalb von NP ab. Und das sagt einfach, dieses Ergebnis sagt einfach, diese Anzahl, diese Aufzählungsprobleme, die scheinen aber sich auch da außerhalb abzuspielen, denn mit einem Aufruf eines solchen Problems, Lösung von solchem Aufzählungsproblems, kann ich jedes Problem in der polynomialen Hierarchie. So, und damit bin ich für heute am Ende. Diese letzten Sachen sollten Ihnen nur zeigen, die Welt der Komplexitätstheorie jenseits von NP, die ist riesig und sehr komplex.